Leute. Ja! Hallo Leute. Kein Sado am Gange, sondern Traumtänzer an der Ulster. Wir haben heute Nacht hier übernachtet. Die Morgentoilette haben wir hinter uns, Maya, gell? Wir waren schon ein bisschen schwimmen, das heißt, hier war schwimmen, ich war nur so drin. Und ja, ich zeige euch mal, wie es hier so aussieht. Heute wohl das letzte Mal an der Ulster. Drüben Bruder Storch. Es waren auch schon drei da heute Morgen. Graugänse waren auch schon da. Und hier die Ulster. Die bald in die Wehra fließt. Nicht mehr ganz so idyllisch da, wir sind kurz vor Philippstal. Eben wieder mehr Menschen. Und wir haben eine scheiß Nacht verbracht hier. Hier oben muss irgendwo eine Hundepension oder ein Tierheim sein. Und die ganze Nacht hat's gebellt. Also wenig geschlafen. Ja, unser Rucksack, meine Matratze. Gestern eingekauft, deshalb schwerer Rucksack. Allein 3 Kilo Hundefutter. Davon trägt Maya 1 Kilo, die restlichen 2 ich. Kilo Zucker, muss das sein? Zucker muss sein. Ja, so sieht es aus. Ach, jetzt sind schon 2 Störche wieder. Wenn ein Luxusberber mit Hund unterwegs ist. In Indien wären wir vielleicht heilige Männer. Zumindest bei manchen Teilen der Gesellschaft. Hier, man weiß ja nicht. Aber wenn man mit den Leuten erstmal ins Gespräch kommt, wenn sie sich trauen, eigentlich nur positive Rückmeldung. Okay, Leute. Das war's mal wieder. Traumtänzer.